Wir haben diese Tagung unter das Motto gestellt, Vertrauen in die Zukunft. Um Vertrauen zu haben, braucht man Sicherheit, braucht aber auch Mut und Aufbruch, insbesondere in die wirtschaftliche Stärke. Und genau darum haben wir uns gekümmert, Sicherheit, Wirtschaftspolitik und vor allen Dingen ein klares Signal. Wir stehen an der Seite unserer Freunde in Sachsen und in Brandenburg, weil wir nicht nur in diesen beiden Bundesländern, sondern für ganz Deutschland eine gute Entwicklung gewähren wollen. Wir spüren, dass es nicht nur um die Frage einer Konjunkturentwicklung geht, sondern um die Frage, ob wir von unseren Strukturen hier in Deutschland richtig aufgestellt sind, um mit den Veränderungen Digitalisierung, Internationalisierung wirklich Schritt halten zu können. Und wir haben nochmal deutlich gemacht, wir wollen die Prinzipien, die uns tragen, solide Finanzwirtschaft, schwarze Null, nicht aufgeben und brauchen trotzdem mehr Dynamik. Und darüber haben wir heute intensiv mit Professor Hüther debattiert. Und wir wollen in den nächsten 3 Monaten gemeinsam CDU und Union dazu auch unsere Vorschläge bringen. Ja, das gilt für uns zum Beispiel für die laufende Klimaschutzdebatte. Wir wollen nicht mit Verboten arbeiten, nicht mit überbordenden Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger, sondern wir wollen zeigen, dass man mit Klimaschutz kluge Ideen entwickeln kann, Geld verdienen kann, dass man anreizen kann. Das ist der Kern unseres Konzeptes, an dem wir zurzeit arbeiten. Und Mut braucht man auch, wenn es hier um den Strukturwandel, etwa beim Ausstieg aus der Braunkohleverstromung geht. Da braucht man vor allen Dingen Verlässlichkeit, aber auch den Mut zu sagen, ja, da ändert sich was und wir gehen in diese neue Strukturen rein. Und dafür steht insbesondere auch Michael Kretschmer. Ja, in den nächsten Tagen steht für mich wie für alle anderen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer nur eines auf dem Programm, nämlich kämpfen, kämpfen, kämpfen und um jede Stimme werben. Wir sehen in Sachsen, dass die Menschen Vertrauen zu Michael Kretschmer haben. Sie wollen, dass er Ministerpräsident bleibt. Dazu müssen sie aber auch zur Wahl gehen und sie müssen, wenn sie es sicher machen wollen, CDU wählen. Und in Brandenburg spüren wir eine Wechselstimmung. Und wenn man in die einzelnen Wahlkreise hineinschaut, dann sieht man, dass es am Ende möglicherweise 50, 100, 150 Stimmen sein werden, die darüber entscheiden, ob wir einen neuen Ministerpräsidenten Ingo Senftleben in Brandenburg haben können. 50, 100 oder 150 Stimmen, das ist in einer Woche aufzuholen und deswegen um jede Stimme kämpfen. Und dann haben wir nächsten Sonntag auch Grund, zufrieden auf diese Wahlen zu schauen.